Ein Gespenst geht um in Deutschland, das Gespenst der Deindustrialisierung. Produktionsverlagerungen, Unternehmensverkäufe, Unternehmensschließungen machen die Runde und nähren die Sorge, dass mit dem industriellen Kern die Prosperität und das Geschäftsmodell Deutschlands in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Was passiert da? Wir freuen uns, mit jemandem darüber zu reden, der sich wie nur wenige auskennt mit Unternehmensstrategien und mit globalen Entwicklungen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Dr. Hermann Simon. Schön, Sie wieder im Gespräch bei DDW zu haben. Hallo, guten Morgen. Ich freue mich auf unser Gespräch. So, lieber Herr Professor Simon, vielleicht zunächst mal eine Status Quo-Analyse. Ist das denn nur ein Gefühl mit der Industrialisierung, eine Sorge, oder ist es tatsächlich wahrzunehmen, sind wir in einem Prozess der Deindustrialisierung in Deutschland? Ja, vielleicht schauen wir uns erstmal die objektiven Zahlen an. Wir haben nach wie vor im Bruttoinlandsprodukt einen Industrieanteil von etwa einem Viertel, also 24, 25%. Andere hochentwickelte Industrieländer wie USA, Großbritannien, Frankreich haben nur die Hälfte dieses Anteils. Und da drängt sich doch die Frage auf, ist dieser Prozentsatz bei uns vielleicht zu hoch? Bei den anderen ist er vermutlich zu niedrig. Deshalb reindustrialisieren die wieder. Liegt die Wahrheit möglicherweise irgendwo in der Mitte und nicht in diesen extremen Unterschieden? Und diese These stelle ich mal in den Raum, dass bei uns möglicherweise oder sogar wahrscheinlich der Produktionsanteil, der Industrieanteil am Bruttoinlandsprodukt zu hoch ist. Das ist allerdings interessant, denn ich erinnere sehr gut, dass wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mächtig stolz waren auf den hohen Industrieanteil in Deutschland und dass er die Grundlage eben auch dieses weltweiten Erfolges der deutschen Industrie ist. Sehen Sie dann nicht die Sorge, dass das eine schädliche Entwicklung wäre, wenn wir Industrie verlieren? Als pauschale Antwort, nein, die sehe ich nicht. Ich gehe sogar ein Stück weiter und sage, wir brauchen eine gewisse Deindustrialisierung. Trotzdem war die Aussage in der Vergangenheit richtig. Warum? Weil wir andere Bedingungen hatten. Die Energie war viel billiger, das Umwelt-Klimathema war weniger relevant. Auch das Thema Talentmangel war nicht so wichtig. Und all das hat sich geändert. Und wir sollten auch nicht vergessen, die Deindustrialisierung ist ja nichts Neues. Wir haben in den letzten Jahrzehnten beispielsweise die Textilindustrie verloren. Das waren mehr als 1 Million Arbeitsplätze. In der Kameraindustrie waren wir Weltmarktführer. Die ist weg. Bergbau ist weg. Und dort, wo wir uns gegen diese Entwicklungen gestemmt haben, beispielsweise im Ruhrgebiet oder noch stärker im Saarland beim Bergbau, gab es gigantische Fehlinvestitionen und trotzdem konnten diese Branchen nicht gerettet werden. Und die andere Seite, trotz des Wegfalls dieser Millionen von Arbeitsplätzen, haben wir immer eine hohe Beschäftigung gehabt. Gerade heute, und das wird verschärft noch durch den Talentmangel, wir brauchen also aus den energieintensiven, aus umweltschädlichen Industrien Freisetzung von Arbeitskräften. Und diese Branchen, die sind besser in Ländern aufgehoben, wo die Energie billig ist oder die Umwelt weniger belastet ist, die Bevölkerungsdichte nicht so hoch ist wie bei uns. Ein durchaus interessanter Aspekt. Aber in welchen Feldern können die deutschen Unternehmen denn dann brillieren in der Zukunft? Was sehen Sie denn da, wenn einige der Kernindustrien wegfallen sollten? Ja, wir haben ja beliebig viele neue Industrien, die entstehen. Ich war vor 2 Wochen in Erfurt. Dort wird gerade die neue Batteriefabrik von CATL getestet, ist im Probelauf. Das ganze Thema Windenergie, neue Energiestrukturen. Zum Beispiel müssen die ganzen Ortsnetze verstärkt werden, um alle die Wärmepumpen und die Elektroautos versorgen zu können. Und dann kommt natürlich das ganze Thema IT, künstliche Intelligenz auch auf uns zu. Allerdings mehr im industriellen als im Konsumerbereich. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich mache mir keine Sorgen, dass unsere Leute in Zukunft nicht beschäftigt sind. Ich gehe sogar einen Schritt weiter.
Wir müssen die Leute in modernen, wachstumsträchtigen Industrien beschäftigen, statt in schrumpfenden Industrien, wo es dann jedes Jahr heißt, 10% der Arbeitsplätze werden abgebaut. Jetzt haben Sie gerade schon den Haupttreiber der Deindustrialisierung genannt, das sind die hohen Energiekosten. Wie schätzt denn ein Ökonom wie Sie die Energiepolitik, die Energiewende in Deutschland ein? Ja, die hat zwei Seiten, die Einschätzung. Einmal, die Energiepolitik insgesamt ist unrealistisch, ist von Träumen getragen. Die andere Seite, kurzfristig im letzten Winter wurde das Problem ziemlich gut gemanagt. Jeder von uns hatte ja Angst, dass die Häuser nicht mehr beheizt werden können, dass der Strom ausfällt. Das ist nicht passiert. Also man hat auch dann sehr schnelle Reaktionen gesehen, etwa bei dem Gasterminal in Wilhelmshaven, wo Dinge möglich sind, die vorher 10 Jahre gedauert hatten. Also kurzfristig ist man mit der schwierigen Situation gut umgegangen. Langfristig eine Menge von Träumerei. Nehmen wir nur mal das Thema Stromversorgung. Wo kommt der ganze Strom für die Wärmepumpen? Die werden in jedem Haushalt der größte Energiefresser sein. Für die Elektromobilität her, von der Erzeugung her. Der nächste Engpass ist die Verteilung. Insbesondere die Ortsnetze sind überhaupt nicht ausgelegt für diese riesigen Strommengen. Gleichzeitig schalten wir die Atomkraftwerke ab. Wind, Sonne liefern nicht die Grundlast. Also es sind eine Menge von Problemen, die nicht zu Ende gedacht sind. Und ich muss auch sagen, ich glaube nicht, dass die Kompetenz für die Lösung dieser Probleme beispielsweise im Habeck-Wirtschaftsministerium vorhanden ist. Das höre ich immer wieder von Ingenieuren und Naturwissenschaftlern, dass diese Probleme der Netzstabilität, der Netzsteuerung etc. extrem komplex sind und sehr hohes technisches Know-how erfordern. Deswegen und sicherlich, also aus Gründen der deutschen Energiepolitik, aber natürlich auch wegen des Ukraine-Krieges, ist diese Verteuerung sehr schnell gekommen der Energiekosten. Und das Thema, über das wir gerade reden, der Deindustrialisierung, erwischt die deutsche Wirtschaft relativ schnell. Meine Frage ist, Sie haben es eben angedeutet, auf Ebene der Arbeitsplätze, die wir in neuen Branchen brauchen. Also eine Person war vorher dort und ist jetzt dort. Wie ist es eigentlich mit den Unternehmen? Sehen Sie, dass Unternehmen ihre Geschäftsmodelle ändern können oder werden wir auch vermehrt Unternehmensschließungen, Insolvenzen, Verkäufe tatsächlich sehen? Also schaffen es aus Ihrer Sicht die Unternehmen, den Turn zu neuen Märkten und neuen Geschäftsmodellen zu finden? Sie haben ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Das ist der Zeitbedarf. Das gilt für die Industrie, das gilt aber genauso für die Haushalte und es gilt beispielsweise auch für die Städte. Die Strukturen, die wir haben, die sind ja über Jahrzehnte entstanden und die kann man nicht in 10 Monaten ändern. Was die Industrie bräuchte und genauso die Haushalte und die Städte, wäre einen zumindest mittelfristig, idealerweise langfristigen Plan, der dann die Anpassung ermöglicht, ohne dass solche Abstürze entstehen. Mhm. Die deutsche Autoindustrie, die kann nicht in 6 Monaten von Verbrenner auf Elektromotor umstellen. Die Fabriken sind ja da und das Gleiche gilt für die Verkehrsinfrastruktur und gilt auch für die Heizungen der Haushalte. Und beispielsweise erleben wir in den Städten, gerade in Bonn, dass massenhaft Parkplätze beseitigt werden in Wohnvierteln in der Innenstadt. So, die Leute, die da leben, die haben ja irgendwo ihren Arbeitsplatz. Faktisch läuft das auf ein Verbot von Auto hinaus. Wenn man in einem dicht besiedelten Innenstadtgebiet keinen Parkplatz mehr hat und keinen mieten kann, dann kann man kein Auto mehr halten. Wie kommt man dann von Bonn nach Köln oder nach Düsseldorf zur Arbeit? Wenn ich aber eine langfristige Perspektive habe, dass ich mich anpassen kann bei meiner Wohnortwahl, Arbeitsstättenwahl, dann habe ich eine Chance, dass das ohne zu große Störungen vonstatten geht. Im Übrigen noch ein interessanter Aspekt zur Autoverbannung aus den Städten. Wir sind gerade dabei,
auf Elektromobilität umzustellen. Und mir fällt schon auf, dass man viel mehr Elektroautos sieht. Wenn wir jetzt beispielsweise in 10 Jahren 70, 80, 90% Elektroautos haben, dann braucht man ja die nicht mehr aus Umweltverschmutzungsgründen und Luftbelastungsgründen aus den Innenstädten zu verbieten. Da kann man sagen, ja, wir brauchen Platz, das ist ein Argument, aber das Hauptargument ist ja heute der Klimawandel und das zählt ja überhaupt nicht mehr. Das heißt, die Entscheidung, an dem konkreten Beispiel Parkplätze abzuschaffen, basiert auf dem heutigen Zustand, müsste aber den zukünftigen Zustand der Automobilflotte antizipieren. Da würde man zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommen. Also wir sehen sehr viel Kurzsichtigkeit, ideologiegetriebenes Verhalten. Und das ist ein Riesenproblem für die Wirtschaft. Wenn man genügend lange Anpassungszeiträume hat, dann schafft man das auch. Wenn mit dem Hammer gesagt wird, nächstes Jahr darfst du keine Ölheizung mehr installieren, dann geht das einfach nicht. Das ist Träumerei. Wir können gar nicht so viele Wärmepumpen produzieren und erst recht nicht installieren, wenn wir an die Handwerker denken. Da kriegen sie den nächsten Termin wahrscheinlich und die Lieferzeit für 2026 und nicht für in 3 Monaten. Das Thema einer langfristigen, gut geplanten, sozusagen nachhaltigen Politik, die auch über viele Jahre hinausblickt, das wäre, glaube ich, Anlass für ein eigenes Gespräch, bringt mich aber relativ galant zu einem Thema, auf das ich Sie auf jeden Fall auch noch ansprechen möchte, nämlich bezüglich der Beziehung zu einem Land, wo langfristige Pläne tatsächlich gemacht werden, langfristige Perspektive, wie immer man das dann aber auch einschätzen möchte. Es ist ziemlich genau 2 Jahre her, dass wir ein Gespräch über China gesprochen haben. Sie haben dort von dem chinesischen Jahrhundert gesprochen. Es haben sich nun seitdem die Entwicklungen doch noch einmal verstärkt, die wir damals schon andeuten konnten, nämlich die politische Tendenz des Decouplings von China, die Diskussion darüber, wie wir auch durch die geopolitischen Verwerfungen mit China umgehen und eine gewisse Tendenz zu sagen, wir müssen uns möglichst unabhängig machen von einem Player wie China. Wie schätzen Sie das ein? Ich sehe 2 sehr unterschiedliche Entwicklungen. Die politische Tendenz, haben Sie gerade beschrieben. Da hängt vieles in der Luft. Wie wird sich der Konflikt Amerika-China entwickeln? Wir haben ebenfalls Frau Baerbock und andere äußern sich wenig diplomatisch zu China. Es ist sehr schwer vorauszusagen, wie sich diese politische Spannung entwickeln wird. In der Wirtschaft sieht es ganz anders aus. Wir haben im letzten Jahr deutsche Rekordinvestitionen in China. Und ganz neu, wir haben auch chinesische Rekordinvestitionen in Nordrhein-Westfalen, wichtigstes Bundesland für die Chinesen, nämlich im letzten Jahr 156 chinesische Investitionen in Nordrhein-Westfalen. Ich erlebe derzeit eine Welle von chinesischen Unternehmergruppen, die ich oft auch in Bonn empfange, die nach Deutschland kommen, nachdem das Reisen wieder möglich ist. Und gleichzeitig weiß ich von einem halben Dutzend Unternehmerreisen, die in den nächsten Monaten nach China stattfinden. Also das Interesse der Unternehmen von beiden Seiten in den jeweiligen Märkten, Zielmärkten präsent zu sein, ist nach wie vor vorhanden. China ist für uns sehr wichtig. Wir sind aber auch für die Chinesen sehr wichtig. Innerhalb Europas sind wir die klare Nummer 1. Ich erwähnte eben, dass ich in Erfurt war, da hat CATL, der größte oder zweitgrößte Batteriehersteller der Welt, die Fabrik für über 2 Milliarden investiert im Testlauf. Und ich erwarte eine Welle von chinesischen Investitionen in den nächsten Jahren. Ich war diese Woche mit einer Delegation der China International Investment Promotion Agency in meinem Landkreis Bernkastel-Wittlich, Eifel-Mosel-Gebiet, weil wir uns auch als Landkreis attraktiv machen wollen als Investitionsstandort. Und das ist sehr positiv von der chinesischen Delegation aufgenommen worden. Ich kann also jeder Region oder jeder Stadt nur raten, bemüht euch um chinesische Investitionen. Die werden auch dann einen Teil der Deindustrialisierungslücke
fließen. Ich habe zum Beispiel 100 chinesische Zulieferer getroffen, Autozulieferer, die sagen, wir wollen alle in Deutschland investieren und produzieren, weil wir nur dann mit den deutschen Firmen wirklich ins globale Geschäft kommen. Also ich wage keine Prognose zu den politischen Entwicklungen, aber wenn das einigermaßen friedlich abläuft, dann werden die wirtschaftlichen Beziehungen weitergehen und beiden Ländern nützen. Eine Universität in China trägt Ihren Namen. Wann werden Sie denn das nächste Mal oder waren Sie das letzte Mal zu Besuch in China? Sie sind da. Ja, ich war das letzte Mal wenige Tage vor dem Ausbruch von Corona im Dezember 2019 und seither konnte man nicht verreisen. Und meine nächste China-Reise wird im Juni stattfinden, also in 5 Wochen. Wir erhoffen uns zuversichtlich einen Bericht von Ihnen, am besten in diesem Sendeformat. Vielen, vielen Dank, Leberfresser Hermann Simon. Gerne, Herr Ullmann. Hat Spaß gemacht.